Da haben wir doch, da haben wir doch. Dann würde ich jetzt sagen, Operation Winterpause und Rückrunde. Ich gehe aber einmal ganz kurz pinkeln. Der hatte Muskelfaserriss, 8 Tage, das geht. Komm, dann gucken wir mal. Raff Vandenberg, ist das der Bruder? Das ist der Bruder, ne? Von Sepp, Alter. Ich glaube, der war nicht so gut. Ich glaube, der hat 2 Sterne nur. Ilhan Fidan, Chat. Ich weiß, ich habe gerade nicht auf dem Schirm unseren zweiten Keeper. Janke. Ja, wir können dem einen Dings packen, Chat. Ich würde sagen, den holen für den zweiten. Weil zweite Mannschaft, unser Keeper hier, der ist zu weit entfernt von der Stärke. Ich würde sagen, wir nehmen den mit. Da haben wir schon mal den ersten. Weil er ist 18 Jahre, 3,5 Sterne, da könnte was gehen. Ortega ist schon zu alt. Wir gehen hier rein, Saisonende. Verteidigung wird wichtig. Verteidigung wird sehr, sehr wichtig. Dass da irgendwas Gescheites ist. Und da ist eine Menge, Alter. Oh, tschüss. Was ist das denn hier? Gelassenheit. Ist das eine gute Eigenschaft für ein IV? Weiß ich nicht. Chat, ist das gute Eigenschaft? Also man könnte überlegen, dass man den Simic noch mitnimmt. Wir schauen mal. So, gehen wir zum Mittelfeld. Julio Buffon. Nee, das ist falsch. Wobei, haben wir hier was Älteres noch, was uns ein bisschen pushen könnte? Nee, nicht wirklich. Leitner. Was ZM? Ne, ZM brauchen wir nicht. Gar nicht mal so viel, ne? Gar nicht mal so viel. Das wäre eventuell einer, Chat. Prima ZM-Ersatz, wenn du 2 ZMs verkaufst. Ich will ja eigentlich nicht 2 verkaufen. Der hat halt Temperament, aber deutsch-polnisch, Flügel, 18 Jahre. Ich weiß halt nicht, wie viel Geld wir nächste Saison ausgeben können. Ne, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, gut ist der schon, ne? Na, kann rein theoretisch auch IV, ne? Ist flexibel, dein Bruder. Stürmer, maybe? Ah, Stürmer ist schon sehr, sehr dünne. Stürmer ist nichts, Chat. Das ist, da tun wir uns keinen Gefallen mit, glaube ich. Tun wir uns keinen Gefallen mit. Ich glaube, das ist hier schon eine Auswahl, mit der können wir gut arbeiten. Wenn wir die alle bekommen sollten, ist das nicht verkehrt. RV noch, haben wir nichts. Da war ja nichts. Da war ja kein RV. Das ist mir auch schon zu alt. Die können da keinen Stern mehr kriegen, Chat. Tage, jetzt geht's erstmal ins Trainingslager. Frau Irene hat sich einen Whirlpool gekauft. Boah, ey, super. Aber bei uns läuft es ja gerade, Chat. Soll die kaufen, wenn sie Spaß hat? Bei uns läuft gerade. 8% Gewinn, 17% Verlust bei Unterhaching. Guter Call, Chat, mal wieder gewesen. 20% Verlust. Hey, super, super, super. Ich gehe in Ajax-Aktien nochmal rein. So, du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Nee, nee, nee. Geduld haben. Ja, wir müssen halt vom Gehalt hoch, ne? Und du, unter 3 Jahre nehme ich hier sowieso nichts. 135. Aber wir müssen halt ein bisschen hochkommen, ne? 2% Abfahrt, das weg. Dann sieht auch das vernünftig aus. Wobei, bei dem können wir ein bisschen dribbeln hier noch. Kriegt er noch einen zu Null Bonus hier, 100 Euro. Kriegen wir 2 Jahre. Dann machen wir 90.000. Der Keeper verdient überhaupt nichts. Das weg zu Null. Zack, hier haben wir uns 2 Jahre rein. Der kriegt gar nichts. Dribbeln wir uns hier die 2 Jahre rein. Und pushen das hier noch hoch. So, haben wir das auch. 10 Millionen Marktwert. Uiuiui, du wirst so eine Cash-Cow werden. Kevin Kröleck, Augsburg. Tedesco will ihn haben. Auf gar keinen Fall. Guck mal, Tedesco will Unruhe machen bei uns. Unsympathisch. Ja, Finn, deswegen will ich einen Kovac und so jetzt nicht abgeben. Zweite Liga, werden wir nochmal ganz andere Marktwerte um die Ohren kriegen. Und dann lohnt es sich. Und geil ist es dann auch einfach, dass du es ohne Kooperation geschafft hast. Wir haben einen Kredit genommen im Wert von 2 Millionen. Das ist jetzt halt auch nicht viel, ne? Wechsel ablösefrei der ZDM. Der Rechtsaußen auch und der Keeper auch. Gut. Haben wir da zumindest schon mal was. Ich glaube, da geht mehr, ne? Da geht mehr. Nee, Jungs, da geht mehr. Boah, Chat, der wird uns so gnadenlos kernsanieren. Zweite Liga, der wird uns so kernsanieren. Wir werden noch 8 neue Spieler holen können für 10 Millionen plus Stadion ausbauen. 45 darf er gehen, ja. 45 sage ich, ey, weißt du was, komm, dann geh halt. Das ist natürlich jetzt hier Quatsch. Wie lange ist der verletzt? 9 Tage. Kevin Kröleck wollen wir erhöhen, ja sicher. 81 Torriecher. Bei 45 Millionen zahlt Kurt Kröleck auch das Taxi. So, mal gucken, wie wir drauf sind. Eher nicht so gut. Doch, wir sind gut drauf, Chat. Ist alles gut. Wir sind süß. Süß drauf. Guck dir das an hier, wie schön. Boah, der Jane ist heiß, aber.
Schönes Dingen. 8-0, entspannend. Wow, was macht der denn auf einmal so ein Theater hier? Komm, 4%, Junge. 4%, ich habe einen lockeren heute. 4%, kannst du gehen. Wir sind nächste Saison reich. Dann kannst du doch gehen. Bayern sich aber auch auf dem 5. Klamm heimlich, ne? Was hat er hier für Problems? Die waren Abstiegskampf eigentlich. Aber der kommt auf jeden Fall, der Mahdi. Mitarbeiter ist auch am Start, müssen wir gleich einstellen. Griechisch essen, nichts passiert. Mitarbeiter. Aufgaben übertragen, so. Fanbeauftragter, Marcel Tobi, der macht das. Können wir noch einen Dings einstellen eigentlich? Bauleiter, der beschleunigt, aber kostet mehr, ne? Ist doch gut jetzt hier draußen. Meine Fresse, du, die ganzen Beschmierten hier, du. Jugendtrainer, Amateurtrainer, macht er... Was würde noch was bringen, Chat? Ich glaube, wir können noch einen Mitarbeiter einstellen. Bauleiter, maybe, dass wir das schneller machen können. Aber Bau geht erst ab Level 5. Ja, Spezialarzt können wir auch nicht. Ich glaube, da ist er. Oder ein Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Marketing, aber was macht der? Was können wir mit dem Marketing einstellen? Besserer Arzt? Na komm, gehen wir in den Arzt rein. Ja, kriegen wir doch gar nichts. Scheiße! Besserer Arzt, wir kriegen gar nichts. Österreich oder Schweiz. Schweiz hat gute Ärzte, oder? Helmut Bachmann, der ist ein bisschen besser. Was ist denn mit Österreich? Oder Niederlande? Nein? Das war nichts, ne? Ne. Soll den Schweizer nehmen. England. Hier. Vorbeugung. Bowen. Der Bowen. Aber gemacht. Ich kann so viel nicht Dings. Ich kann ab 80 noch nicht verpflichten, Chat. Stärke 80 kann ich noch nicht verpflichten. Bowen ist Arzt und Dings? Wo das denn? Achso, du meinst bei der Einstellung da. Marketing. Bringt der uns was? Kann der irgendeine Aufgabe übernehmen, der Marketing-Fuzzi? Ja, hier, ne? Manage Fanartikel und Marketing-Manager können wir noch machen, Chat. Marketing ist gut. Dass wir Kohle reinkriegen. Nehmen wir den Moritz Lengler mit? Nein, geht doch nicht. Schade. Geht nicht. Das ist natürlich hier absolute Scheiße. Wir haben keinen RV jetzt. LF, Junge, der macht ein bisschen Stress hier, ne? Ist unangenehm. Du fällst unangenehm auf, Bruder. Ich sag's dir, wie es ist. Der kommt nicht, ne? Ey, der Carlo Simic, der hat keinen Bock, Chat. Gab Ausverkauf, dass wir da unser gefühltes Jahrhunderttalent ziehen konnten, den hier, und den im Vertrag anbieten. Der hat schon 10 Millionen Mark wert. Und wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass der krass wird. Heißt, wir mussten verkaufen, damit wir in dem ein bisschen was reinbuttern konnten. Aber wir haben jetzt nicht zwingend Wichtiges abgegeben. Wir konnten das ganz gut dribbeln. Herr Gilde will ich da jetzt nicht spielen lassen, Chat. Der hat auch nur 64. Der hat nur 64, Chat. Dann lieber die Außenverteidiger da lassen. Sonst nehmen wir uns ein ZDM weg. Herr IV wird das die Challenge werden. Da müssen wir nächste Saison irgendeinen Baller finden. Der kann auch meinetwegen 33, 34 sein. Der ist ja eh weg hier nach der Saison. Aber da muss defensives... Wir kriegen ja auch in einigen Spielen viele Gegentore, trotz dass wir ungeschlagen sind. Da merkst du schon, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Kessler, let's go! Torben rein. Vor unsicherer Zukunft. Sehr gut. Weiß ich nicht. Kevin, der Mann fürs Grobe, der macht's jetzt. Ja, oder auch nicht. Kevin, natürlich! Wer sonst? Unentschieden gegen die Bayern. Was die da wieder runtergeschickt haben, wir können damit leben immer. Torben rein. 61, da passiert trotzdem nichts. Der anders, der hat jetzt, ich weiß nicht, ob der 20 Assists, also wobei doch, mit Tore, Vorlagen auf jeden Fall. Das kommt, glaube ich, schon hin. Nein, ich gebe den nicht ab. Checkt ihr das hier nicht, oder? Alles gut, das erste Liga schon. Kein Einlass? In die angesagteste Szene-Disco der Stadt verweigert? Er hatte seinen Per... Du sollst hier nicht Tralafiti machen, du sollst hier Dings. Kevin fängt an, nächstes Spiel, Chat. Spielen hier unentschieden und der geht da Party machen. Bjarne fühlt sich unterbezahlt. Ja, machen wir so. Weil wir können mal generell Dings gucken, Chat. Wegen unfairen Gehältern. Ja, da haben wir nämlich ein paar. Kevin, Kessler. Kevin ist so unser Problemkind. Und der geht auch hoch. Kevin! Mach mal höher hier. So. Kessler war, glaube ich, noch, ne? Können wir auch ein bisschen höher gehen? 120, das sollte ja wohl reichen. Nee, reicht nicht. Bei Kevin reicht das... Ach so, wegen ihmchen hier. Und
Jaden. Haben wir doch erst erhöht. Wer war da noch? Kessler, ne? So, was hat der an Scorer? Ja, gar nicht mal so gut, ne? Gar nicht mal so gut, Chat. Ja, das Problem ist, wir kriegen halt keinen Erfurt-Chat. Es ist nichts großartig da. Und leihen will ich jetzt nicht zwingend, was? Können doch einmal gucken. Nimm das mal raus. Ist das nicht der, der nicht zu uns... Ja, sicher, der ist doch nicht zu uns gekommen hier. Halt hier, Bridgestop. Not so good, Chat. Was ist das denn hier? Faruku Sissé. Wäre ich halt gern jemand Junges, so. Fairness, Sprachgenie, anpassungsfähig. Schwedisch, Englisch, Norwegisch, Deutsch. Ausleihen werden wir den nicht können, Chat. Der ist zu wichtig, glaube ich, oder? Ja. Kilian Ludewig. Der kann aber auch keinen Stern mehr kriegen, Chat. Die sind zu alt bei den Laien. Wenn, dann wäre nur der. Und ich glaube, der kostet. Ja. Das will ich nie ausgeben. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu viel Geld. Kaufen einen von Lok, dass die alle wieder rumholen. Da ist auch schon wieder die Chance zu gering, dass der einen Stern kriegt. An was Altes als Backup? Ja, der muss aber dann irgendwas mitbringen. Ja, vereinstreu, Sprachgenie, ehrgeizig, professionell. Könnte vertragstechnisch schwierig werden. Aber können wir probieren. Nee. Timothy Chandler. Ja, kann ich den leihen? Nee, Chat. Wir lassen es, wie es ist. Da kriegen die aus der zweiten ihre Chance. Wenn gar nichts geht, lass ich den Kessler da spielen, kenne ich überhaupt nichts. Oder der Wendt. Guck mal, den können wir auch verlängern jetzt. Vielleicht wird ja aus dem auch noch was marktwerttechnisch. Immerhin 200.000 Marktwert und 4 Sterne. Können wir da lieber in Verlängerung ballern, das Geld. Wer ist hier noch? Na gut, ob der weg ist oder nicht, spielt keine Geige. Den können wir auch verlängern. Zack, zack, bum, 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 bum. Haben wir das auch? Dann haben wir die Talente safe. Die beiden zumindest. Welche Verträge laufen denn generell aus? Hier in der ersten Mannschaft nur die Laie. Keeper, der hat halt keinen Marktwert-Chat. Der hat halt gar nichts. Das ist halt 37.000, der ist schon 19. Das ist, glaube ich, wasted. Mit dem Wissen, dass wir einen Torwart geholt haben, ne? Der hat ja zugesagt von Dortmund, der. Den können wir ziehen lassen. Gegen Duisburg startet Ihmchen. Kröleck startet. Ne, wir lassen Viper starten. Der RV mit Note 1. Jeppel auch mal wieder mit einer Hütte. Das ist sehr gut. Schablos auch. Unangenehme Kombi. Sehr gut. Kevin, gerade wieder zu schlechte Noten, ey. Ich kriege wieder Schiss, dass der keinen Stern kriegt. Gerade eingeschaltet, was ist das für ein Durchmarsch? Ey, frag nicht. Komplette Hinrunde, alles gewonnen. Erste Spielrückrunde, direkt verloren. Stadioneinlass wird vergrößert. Ja, mach fertig da. Wir könnten halt tatsächlich überlegen, ob wir noch was ausbauen. Chat, sollen wir noch was ausbauen? Ich kann ja noch Geld verschieben. Transferkohle brauchen wir, glaube ich, nur 300.000 oder 400.000, wenn wir den Pentamann da ziehen wollen. Bauhof? Bauhof wäre ein Call. Ja, alleine, dass das Stadion schneller fertig ist. Bauhof ist ein guter Call. Können wir gleich mal gucken, was das kostet. Büro-Upgrade, auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, Bauhof. Bauhof, dass da einfach mehr Tempo reinkommt. Und dass wir eventuell einen Dings einstellen können, einen Bauleiter, dass wir nochmal beschleunigen können. Klar, kostet ein bisschen mehr, aber Spaß natürlich gut Zeit. Bauverletzt. Ja gut, ist nicht so schlimm, weil der der Martens da, der kann alles vorne zocken. Muskelfaser ist, glaube ich, nur 2 Wochen. Jamal Muziala. Ne, verletzt. Oberschenkel stand da irgendwas. 6 Wochen, Alter. 6, Chat. 6 Wochen. Ey, Maximilian, ich sag dir ganz ehrlich, ist deine Zeit jetzt. Jetzt müssen wir auch mal Wettkampfbedingungen prüfen bei dir, ne? Guck mal, 65 ist der schon, Chat. Was hat er gemacht? Das ist natürlich noch absolut beschissen, das weißt du selber, ne? Aber der hat hier 100, heißt, wir können das rausnehmen. Ich hau Flanken nochmal mit rein. Lass den starten. Schablas, eine schöne Aufwertung, wäre halt auch schön. Endlich wächst wieder. Ja, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt muss er zeigen, was er drauf hat. Ob er würdig ist, in der ersten Elf zu stehen. Zu Hause sind wir eine Macht. Ging das nicht gerade schon nach hinten los? Anscheinend. Andersen auch direkt Note 6. Stabil. Yo, ey, einmal alles mitnehmen hier. Ist hervorragend. Super. Einmal alles zum Mitnehmen. Das ist doch, was ist denn hier los? Wir haben eine Chance. Nelson, jetzt mach was.
2 Eigentore. Gut. Ich glaube, die sind schon alle in der zweiten Liga-Chat. Ich glaube, das ist jetzt ein Einstellungsproblem. Ich vermute Einstellungsproblem. 10%. Und Schulungszentrum nehmen wir auch nochmal mit. Finstorf sieht so aus wie ein Sargnagel, könnte aber auch ein Sprungbrett sein. Ist richtig. So, gucke mal hier. Der zockt immer noch Shiplock, Alter. Mit 37. Bei Kickers Emden. Yannick Meder. Eigentlich müssen wir dich zurückholen noch, ne? Oha, wir können sofort ein Angebot machen, Chat. Komm ran wieder hier. Ich hab gesagt, ich hole meine Schäfchen alle zurück nach Hause. Der kommt zurück, Chat. Ganz klar, was soll der in Oldenburg? Kasali, auch komplett stehen geblieben, ne? Gar nichts passiert, gefühlt. Senat Dennis. Dieser bekannte RB-Fan. Es ist kein Mod da? Sind die denn schon wieder, Alter? Alles stehen geblieben. Ludwig, Kasali, Tikwitsch, geht auch gar nichts. Harand, Junge. Harand auch zurückholen. Wie zu wertvoll. Harand, du kommst Blickfeld nächste Saison, bist bei uns wieder. Hast du verstanden? Zurek auch, kommt zu uns wieder. Komm ran. Den bezahlen wir sogar. Für 5.000 holen wir den zurück. Alle rankommen hier auf den Meter. Ja, Harand ist natürlich schwach, ne? Weiß nicht, was das soll. Alle in der zweiten. So. Amateurmannschaft. Bam, 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 bam. Bam. Spieler sind froh über ihre Entscheidung. Ja klar, Junge. Zurek wechselt. Komm ran, Junge. Mader wechselt ablösefrei. Sehr gut. Hat er keinen Verein gehabt oder war irgendwie Klausel wahrscheinlich, ne? Mast verletzt. Soll die Scheiße? Gegen Bielefeld. Platz 1 sind wir. Und guck ja nicht, wie viele Punkte Vorsprung wir haben. Wir sind einfach die Geilsten. So, ist der jetzt, sind die jetzt schon da oder? Zweite Mannschaft? Nö. Kein Money mehr, aber Bauhof ist ausgebaut. Ich will nicht zu viel. Ey. Wir haben nur noch 4,1 Chat. Allerdings weiß ich, dass wir von den Aktien noch was reinhauen können. Komm, eine Sache machen wir noch. Okay, das war ein bisschen sehr euphorisch. So. 500.000 kostet das. Bürogebäude 300. Fitnessparcours brauchten wir da Trainingsdings für. Was kostet das? Boah, Trainingszentrum 700. Ey, das ist eine Ansage, ne? Das ist eine Ansage. Trainingsplätze. Wir müssen aber überall dafür das Zentrum ausbauen. Hier würden wir von 4 auf 8% gehen. Scoutingbüro ist halt noch auf 1. Auch nicht viel. Medizinische Abteilung 900. Bringt denn das Kundenzentrum? Bonus auf die Fanbeliebtheit. Höhere Ticketverkäufe. Ja, let's go. Dann ab ins Kundenzentrum, dass wir das Stadion voll kriegen. Geht raus und spielen ordentlich einen Schlappen. Tizian Zimmermann. Tizian Zimmermann. Ketzler Vorlage. Zimmermann! Kommt raus, hat gute Partie gemacht. Ist gut, gut. Ja, der Viper, Junge. Langsam gehst du mir ein bisschen auf den Sack, ne? Kommt der Kolleg jetzt. 2-1. Rückrunde läuft ein bisschen schleppender. Irgendwie habe ich das Gefühl. Klar, wir gewinnen die Spiele, aber irgendwie nicht mehr ganz so souverän. Ich meine, wir haben nur 17 Punkte Vorsprung. Das ist echt nicht gut. Junge, der Viper gibt auch noch die Führung ab hier an den Pisano. Ja, Rückrunde ist richtig Verwaltungsmodus. Ja, ich meine, können wir uns beschweren? Nicht wirklich, ne? Wäre halt nur kacke, wenn die Auf- und Abwertung darunter leidet. Wobei, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn wir direkt hochgehen, eigentlich nicht, ne? Die zweite gewinnt auch. Wichtig ist, dass die nicht absteigen, ne? Das ist halt ein und alles. So. Kevin, was bist du so verstimmt, sag mal? Komm, mach mal eine Topform. Kümmere dich mal hier um den Dominik Daniel, ne? Kovac, mal eine Pause. Der ist nicht so ganz frisch. Ingolstadt kämpft um jeden Ball und schießt die aus dem Stadion. Kessler! Ich werde mich richtig schwer tun, Kessler aus der ersten Elf zu nehmen, auch wenn wir in der zweiten Liga sind. Ich bin ehrlich, der performt einfach auf einem anderen Planetenlevel. Ja komm, zack. Jeppe. Kröleck rein. Kröleck, du brauchst langsam mal wieder gute Noten hier, ne? Sonst haben wir hier Probleme an Kassel 2.
Ich werde ihn jetzt einmal kurz runterschicken, Chat. Ich schicke Kevin jetzt einmal ganz kurz in die zweite Mannschaft, dass der von seinem Notenschnitt wieder nach oben kommt. Ansonsten sehe ich wieder maximale Gefahr, dass der wieder keinen Stern kriegt. Ja, der muss ein bisschen lernen, wieder auch Tore zu schießen, weißt du? Der kann da nicht immer nur rumdödeln da. Guck mal, der ist wieder gar nicht bei der Sache, der Bruder, ne? Gehst mal für 3 Wochen nach unten. Und jetzt machst du hier mal direkt... Junge, heul nicht rum, unglücklich. Du wirst jetzt aufgestellt und dann machst du das da vorne. Zweite Mannschaft, die braucht dich. Boah, krass, immer noch Lok und Jena hier sich am Prügeln. So, jetzt fängt der Jeppel wieder an. Kovac ist noch da, ne? Der war nur ein bisschen frische technisch angeschlagen. Haben wir die anderen mal zocken lassen. Niklas Süle? Womit kommen die mir denn hier an? Süle. Schalke wieder erster, Chat. Ihr mit eurer Heulerei. Das ist verbuggt, das ist verbuggt. Genießt doch einfach mal ein bisschen die Show. Es ist wirklich schwer mittlerweile, ne? Ehrlich. An allem wird etwas gesucht und rumgeblärt. Herr im Himmel. Seht mal lieber zu, dass ihr hier kommt helfen hier für das Kundenzentrum. Das muss schneller fertig werden. Wo ist das? Kundenzentrum, hallo? Bei Bayern stand Kimmich fällt aus? Ja, oder die schicken die in der zweiten Mannschaft um... Weiß ja auch nicht warum. Irgendeinen Grund wird das haben. Hauptsache nicht RB, so sieht's aus. Heute will ich sehen, dass ihr Gras küsst. Aha, der lebt auch noch, Chat. Ich dachte, der weiß überhaupt nicht mehr, wo das Tor steht. So, Kovac rein. Perfekt. Gut. Junge, der muss doch eigentlich plus 5 kriegen, oder Chat? Der muss plus 5, mindestens. Ich habe noch 2 Stück, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. DFB-Pokal waren wir von Anfang an nicht drin. Weiß ich auch nicht, warum. Junge, Alter, wir sind so am Dominieren hier. Das ist ein Armutszeugnis, ne? Sag ich dir ganz ehrlich, das ist ein absolutes Armutszeugnis. Das ist zu wenig. Viel zu wenig. Ist das der zu uns wechselt, der getroffen hat? Der nächste Erstligaspieler hier. Können wir den eigentlich verlängern? Nee. Aber hier, wir haben den nächsten Chat. Der macht das. Wie lange ist denn der hier noch verletzt? 2 Wochen noch. 2 weeks. 2 Wochen. Kevin, hast du hier was gemacht? 4-0, da muss doch ein Tor von Kevin bei sein, oder? Mike Franz 2, wird schon wieder dünne. Weil Kevin nicht getroffen hat und ich wieder Gefahr laufe, dass der wieder keinen Stern kriegt. Dann nehmen wir den Pudel mit, ne? Hart getroffen, aber wichtig. LOL. Bruder, was hat der denn nach der Verlängerung bitte für einen Satz gemacht, Alter? Holy. Unterschätzt ihn nicht, diesen Letzter. Jeppel 3 Hütten. Auf 4 macht der Chat. 4. Wieder 3 Vorlagen anders. Ist noch nicht mal drin. Der hat jetzt schon 23 Vorlagen. Der ist einfach der beste Chat. Einfach der beste Spieler. Kessler muss auch noch. Ja, gut, das war vielleicht nicht so smart von uns, dass wir da 5 Mal gewechselt haben. Also ich glaube, scorertechnisch ist Anderson mit das krasseste, was ich je erlebt habe, mit so einer Stärke halt, ne? Wie alt ist der? 33. Schade, dass der 33 ist. Aber der kann noch eine Saison, Chat. Eine Saison kann er mindestens noch. Ey, Chat, alle 2 Minuten brauche ich bei den Leiden nicht gucken. 12 Millionen, 12,5. Nächste Saison, Liga 2. Wenn der zu uns kommt mit Aufwertung, wird der noch mehr Millionen haben. Boah, darf ich nicht drüber nachdenken. Darf ich nicht drüber nachdenken, das wird krass werden. Muskelfaserriss, Schablas. Kundenzentrum. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle wir noch haben. 300.000 Fitnessparcours. Ja, komm, let's go. Ja, und dann haben wir merkt, oi, mehr können wir nicht ausbauen. Kriegen gerade ein bisschen Geldsorgen hier. Ich dachte, das geht... LOL! Boah, ist aber eine hübsche Chat, ne? Die kommt nach dem Vater. Chat, die kommt nach dem Vater. Wie sieht das kurz? 87.000. Ey, wir fahren hier die... 18% Gewinn, Juve. Sollen wir Juve... Ich hol Juve raus, Chat. 200.000 und das geht in den Verein. Sie altert 10-mal so schnell. Das ist zu lange, Alter. Die soll 20-mal so schnell machen. Ey, ey, ey.
ist denn jetzt los? Hier irgendetwas verpasst oder? Ja, komm. Ein noch. Ja, und jetzt dreh das Spiel. Ich hab Vertrauen in euch. Mach ja, ey, der Rechtsverteidiger ist auch eine gute Position bei uns, ehrlich. Dreh die Scheiße. Dreh die Scheiße, Kessler, let's go. Nichts passiert. Ist nichts passiert, Chat. 4-3, Moral gezeigt, die Truppe. Die ist immer noch hungrig. Hungrige Truppe. Dass der die Teuerkanone in die holt, ist eine Frechheit. Similian bedankt sich. 82. Was? Kindertag? Ihr Verein richtet einen Kindertag aus, bei dem die kleinsten Fans ihre Stars persönlich kennenlernen können. Die Spieler haben einen Riesenspaß, die Kinder, was, die Fragen der Kinder zu beantworten und gewinnen einen Moralpunkt. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Einfach wegen Kolleg, ne? Da ist er wieder. Kevin, Junge. Was hast du gemacht in der zweiten? Hast du 3 Tore gemacht? Junge, 2 Tore, Alter. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo wir mit dir hinwollen, ne? Wie lange fällt der denn aus hier? 6 Tage? Das ist nicht eingeplant. Das akzeptiere ich so nicht. Ich habe jetzt wieder keinen Linksaußen. Jetzt muss ich schon wieder Maximilian nach oben ziehen. Maximilian, du machst gerade ein paar Spiele, ne? Hast aber noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Da muss jetzt mal ein Tor oder eine Vorlage kommen. 67, das ist doch mal was hier. Vom Tor cleverer werden und dann bist du doch da. Ich weiß, es ist nicht deine Position. Aber du musst da spielen, wo der Trainer dich aufstellt. Ist denn eigentlich mit... Ja, okay, der Gildenberg hat als RV gespielt, ne? Reminder an mich, nicht nochmal als RV stellen. So, La Paloma gegen Schalke. Wegmachen, die Bratwürstchen. Dieser Sieg ist für euch. Kessler 1-0. Kessler 1-0. 1-0. Höre ich hier noch jemanden, dass ich keine übersinnlichen Kräfte habe? Kessler 1-0. Hör auf mit den Spoilern. Es tut mir leid. Oh, oh! Kessler! Maximilian mit der Vorlage. Gucke doch mal an. Zwar eine Note 4, aber das wollte ich von dir sehen. Dann passt das doch. 3-0 gegen Schalke. Die sind 17. 80 Punkte. Ey, ich hätte mir nicht erträumen lassen, dass ich hier heute in dieser kompletten Saison im Stream sitze und mich einfach zurücklehnen kann. Nach diesen ganzen letzten 3 Saisons voller Stress, von dieser Triezigkeit, von diesem Spiel, von diesen Hämen, die wir ertragen mussten. Auch mal so eine Saison zu haben, ich finde das gerade wirklich hervorragend. So eine entspannte Saison tut auch als Zuschauer mal gut. Ich glaube auch. Gewöhnt euch da nicht dran. Nächste Saison wird anders aussehen. Aber einmal genießen. Den Moment. Einfach das bessere Elversberg. Ja, mal genießen. Mal den Motivationslehrer noch mitnehmen hier für 10k. Spieler sind auch froh über meine Entscheidung. Bin ich auch, weil ich gute Entscheidungen mache. Love Gun. Love Gun. Love Gun. Wieder zweistellig genetzt. Der Mann kennt keine Liga, ne? Der trifft, wie der will. Also ich sage ehrlich, ich glaube, Kevin Kolleg wird keine Aufwertung kriegen. Ich glaube nicht dran. So, Mika ist wieder da. Gerade irgendwie nicht so den Platz für dich. Wir spielen gegen Oldenburg, ne? Fittester Spieler, Manuel Schneider, der Echte. Keiner kennt ihn, aber er ist der Fitteste. Schießen aus dem Stadion, Abwehrbollwerk geht raus. Geht einfach nur raus und spielt ein bisschen Fabian Herbst. Kessler, Kessler, Kessler. Guck mal, die schießen nur Eigentore. Wir müssen gar nichts machen. Kessler, Junge. Der Beste! Note 1. Maximilian mit Note 2. So wollen wir das doch sehen. So, dann kommt der Gildenberg raus für De Jaden. Ludl kommt raus. Und den Rest schieben wir erstmal durch und bringen gleich noch Kevin. In der Hoffnung, dass der Viper da auch mal irgendwas in der Offensive beiträgt. Nein, tut er nicht. Warum auch? Ailton. Aha! Oh, Chat, wir sind wieder da. Wir sind wieder da und schießen die Mannschaften ab. Maximilian mit Tor. Aber bei dem ist auch wichtig, dass der den Stern noch kriegt, ne? Ey. 21 Punkte Vorsprung. Also der ist ja, also ehrlich. Aufstieg, Chat. Aufstieg. Am 20. Spieltag haben wir den Safe gemacht. Ja. Kessler, Kessler, Kessler. Schade, dass der keinen Stern mehr kriegen kann, Chat. Es ist so belastend.
Jubel! Guck dir das an, Chat. Jetzt ist hier vogelwild. Guck mal, auf einmal hat er eine Stärke von 74. Du hast Talent, mach endlich was draus. Das ist zu wenig gerade. In der Schussphase gefällt mir das nicht. 77? Ey, die sehen alle komplett euphorisiert hier, ne? Der Spieler ist auch wieder da, der macht das. Kovac auch wieder da. Wie viele Games hat er gemacht? 25. Läuft er gerade. Konnte ich noch was ausbauen? Ne, wir wollten nichts mehr ausbauen, ne, wegen Geld. Wegen der Geld. Zweite Mittelfeld. Zweiter hat aber, ne, A-Jugend hat gewonnen. And we belong, waiting. Aufstellung. Bruder, hol dir den Stern bitte. Hol dir bitte den Stern. Marktwert hast ein bisschen geboostet. Chat, was sagt ihr? Kaufen? Petermann kaufen oder nicht? Backup wird mehr wert sein nach der Saison. Wegen Aufstieg, ne? Wäre potenziell jemand, den man abgeben könnte. Aber wir konnten echt viel machen die Saison mit Ausbau. Aber Geld, ich kriege gerade echt Schiss wegen der Kohle, Chat. Wir müssen weiter Spiele gewinnen, dass wir dass ich die Siegprämie als Trainer bekomme. Ich glaube, das sind immer über 10.000. Dass wir da ein bisschen was sammeln, dass wir das möglichst schnell dem Verein geben können. Das Geld sieht gerade nicht gut aus. Eventuell haben wir uns da verzettelt. Schablas ist wieder da. Platzierungs, ja, trotzdem, das könnte trotzdem eng werden. Das ist gerade nicht viel, was wir haben. Kessler. Das lassen wir laufen. Aber es ist krass, dass Viper nicht mehr netzt, ne? Der macht hat seine 19 Tore gemacht und ab dem Stillstand. Kevin, eine 1,5, die ist so wichtig. Egal, ob der getroffen hat oder nicht, aber die Note ist echt wichtig. Ja, wir können Viper mal als Joker gleich starten lassen. Wir lassen Kevin gleich mal anfangen. Das ist mit Kovac. Kovac sieht eventuell alles danach aus, dass der nächste Saison den Verein verlässt. Heißt, ich muss zusehen, dass ich für nächste Saison Alternativen bzw. einen Ersatz im eigenen Kader schaffe. Deswegen lasse ich den gerade ein bisschen weniger spielen und die anderen beiden mehr. Die Tür noch vor der Talenterhöhung 25, das weiß ich gar nicht. Aber der ist jetzt schon stabil von seinen Stärken. Der hat jetzt schon 4 volle. Könnte sein, dass er noch auf 4,5 kommen kann. Das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich sofort die Option ziehe, damit ich Ruhe habe. Bei Pisano von Bayern, glaube ich, 25. Und Viper 19. Oh, Kevin, mach bitte eine gute Note. Bitte alles über 3. Ja, 2,5 ist sogar 3. Scheiße. Ich nehme, glaube ich, die 2,5 mit. Nehme ich die 2,5 mit. Ich lasse ihn drauf. Vielleicht macht er einen. Bitte mach einen. Ja, Note 2,5. Dann nehmen wir ihn runter. Reißt du eins. Vielleicht der mittlerweile. 34 Scorer in 29 Spielen. Lovric 2.0. Ah, der ist ja gefühlt noch krasser. Lovric war schon krass, aber der ist ja noch vom anderen Planeten. Kommt Maximilian wieder hoch. Du wolltest den erst nicht holen wegen Einzelspieler, ja. Erst wollte ich den nicht holen. 83er in Liga 3. Sascha, was soll ich machen? Wenn die sich so entwickeln, kann ich ja nichts für, ne? Spielerberater Slowakei. Verteidiger, kommender Nationalspieler. Na komm, bis 75 komm mit. Abfahrt. Jonas, du hast auf diesen Moment hingearbeitet. Und jetzt Chris hin. Krölek, 100 Punkte Trainer, das werden wir sehen. Ja, let's go. Na, Mann, ey, was ist denn deine Defensive los? Und Kevin, der 4. Ich hätte nicht auf den Chat hören dürfen. Der darf nicht spielen. Gut. Wie viele Punkte haben wir? 92, 110 Tore. Aber die Gegentore sind zu viel, Mann. Jedes Spiel mindestens ein Gegentor, ist zu viel. Das offenbart unsere Schwächen, Chat. Und der wird hier von allen überholt. Kessler einfach 18 Tore, Chat. Was hat der bitte für eine Saison gespielt?
vom Aufstiegshelden zum potenziell besten Scorer von uns. Weil Tore zählen ja immer mehr als Vorlagen, ne? Rein scorertechnisch kommt an den Dänen nichts ran. Ich habe keinen Bock, alle zwei Spiele Leihspieler zu gucken, Chat. Wir gucken ja immer mal wieder da drauf, aber gerade lohnt sich das einfach noch nicht. Erreicht neue Erfahrungsstufe. Mach weiter. Schnelligkeit trainiert. Ja, warte mal, wir probieren mal was anderes. Ja, einen Anwalt für die Sperren auch nicht verkehrt. Anwalt für die Sperren auch nicht verkehrt. 2 Wochen. Türkman, Trainingsziel erreicht. Sieh. Oh, den haben wir aber günstig geschossen, ne? Boah. Boah. Oh, eine Stärke, in Ordnung. Aber stand da nicht Torwart? Boah, das könnte eine Krüppeltruppe werden. Nein, du bleibst hier. Der Torwart ist seine zweite, aber der ist halt wirklich nicht gut, ey. Not good. Eieiei. Einmal hier Krüppeltruppe zum Mitnehmen. So, mach weg die Stuttgarter. 100 Punkte Saison. Wir wollen sie haben. Da ist er doch schon wieder, Chat. Da ist er doch. Kessler, die beiden, Junge. Chat, 100 Punkte Saison. Es wäre phänomenal. Wie AJ Styles. But I'm not a rapper. Theo! Torwart 2,5. 95 Punkte, Alter. Kannst du keinem erzählen. Keinen kannst du das erzählen. 2 Siege, Chat, und wir haben über 100 Punkte geholt. Das wäre unser persönlicher FM-Rekord, oder, Chat? Wir haben noch nie über 100 Punkte geholt. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Das könnte die absolute Rekordsaison werden in allen Karrieren. Und so viele Tore haben wir, glaube ich, oder Tore, bei Tore hatten wir einmal, glaube ich, in der ersten Schalke-Karriere. In der Bundesliga ist schwierig mit maximal 102. Ja, aber wir haben ja auch schon hier in anderen Ligen gespielt, ne? Oder mit anderen Teams, mit Essen oder was weiß ich nicht, was nach oben gespielt. Und wir hatten nie eine 100-Punkte-Saison. Kevin raus aus Startelf. Yes. Janke möchte die 7 haben. Als Torwart, Junge, der macht ein Spiel. Nein, ist verärgert. Torwart Nummer 7 macht ein Spiel. Denkt, er ist hier Gianluigi Buffon. Boah, Chat. Cashcow Nummer 1. Ah, gar nicht mal so gut, ey. Ey, Chat, ich hab die Kohle gerade nicht. Ich habe die Kohle gerade nicht. Nicht holen, ne? Ich hab die Kohle auch gerade nicht. Ne, auch kein Angebot. IV muss sowieso was passieren. Einfach gute Spieler nicht verpflichten. Ne, dafür haben wir kein Geld. Ich habe noch 2 Millionen Bargeld oder so. Das ist zu wenig. Ja, 1,9 nur noch. Da wären jetzt wieder 500 weg gewesen, hätten wir noch 1,5 oder so gehabt. Das ist zu viel. Ich krieg da keine Lizenz, Chili. Oh, der gefährdet natürlich jetzt eine 100-Punkte-Saison hier. Was soll die Scheiße? Chat, wir bauen einen IV. Gröger, Junge. Hä? Wo ging der denn hin? Im Tor ging der. Im Tor. Janke, du brauchst dich gar nicht verpissen, ne? Du bist noch am Start hier. Benedikt Hollerbach. So, jetzt aber. Nelson, ich weiß nicht. Also mit dir, wirklich. Du hast losgelegt wie die Feuerwehr und danach hast du dir auch gedacht, weißt du was, ich brauche hier eh nichts machen. Ich bin raus. Ist doch scheiße. Jungs, sie sind ein Mann weniger. Kessler, guter Start. Kessler! Zackadu! Me enthusiast so much fun. Kevin Krölig macht auch noch ein Tor. Ja! 2 Spiele, Chat. 2 Spiele für den maximalen Ertrag hier. Rot-Weiß Essen geht mit uns hoch, Chat. Unsere Eckstation. Komm, und Duisburg noch in Relegation. War das möglich? Ich habe die Tabelle nicht im Kopf. Nee, Duisburg hat sie komplett verabschiedet hier. Was für Bayern, Junge. Kovac Erfahrungsstufe. Durchschnittsnote von Krolle, keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Für die Spannung. Hier haben wir einfach einen gestandenen Bundesligaspieler im Kader. Das ist auch gut. 400.000 bezahlt. Du wirst dafür sorgen, dass wir hier ein richtig schickes Stadion hinstellen, du. Das schwöre ich dir aber. Anonyme Spende, 100.000. Die brauchen wir auch. Wichtig. Sagt der private Bereich. 121. 9% Verlust. 5%. 26% bei Porto, Alter. Weiß ich ja jetzt nicht. Das ist lieber seine 60er für eine Relegation, ja. Kevin Krolek fällt aus.
Franz spielen lassen. Nee, ich will, dass unsere jungen Spieler weiter gute Leistung bringen. Franz ist er weg. Oder fehlt uns. Ja, den kann ich immer noch nicht zocken lassen. Ja, wobei, komm. Häng noch ein Jahr dran, Junge. Kann er sich verabschieden zu Hause? Hallischer, seid ihr der Gegner für die magische 100-Punkte-Marke? Anscheinend nicht. Boah, 4-5. Der IV hat genetzt, lol. Komm, hol dir einen Applaus ab, Mike Franz. Ich bedanke mich für deine hervorragende Leistung in der Aufstiegssaison. Ich bedanke mich. Schau bloß noch raus. ...99 Punkte! Das kann doch nicht wahr sein! Gibt's doch nicht! Maxi, ich unterschreibe hier nirgendwo, Junge. Da bin ich leider noch mit schlechtem Internet unterwegs, aber ich bin da. Ey, du hast ein, zwei Spiele gemacht in der ersten Mannschaft, weil ich keinen mehr hatte. Und du hast okay performt. Ein Tor, eine Vorlage. Was hat der denn schon wieder hier 8 Tage? Meine Fresse. Also Yusufo, wenn du bis zum Spiel nicht fit wirst, dann haben wir hier ein ernsthaftes Problem, ne? Ausrechnet gegen Essen. Ich weiß nicht, Torwarttalent kam nicht. Da kam auch irgendwie nichts mehr. Dortmund-Leverkusen, der DFB-Pokalfinale. Schalke, Leipzig, Bayern, alle punktgleich. 100-Punkte-Wette, könnt ihr machen, ja. Unentschieden würde reichen, ne? Du entwickelst dich ja. Du hast diese Saison hast du auf jeden Fall einen Sprung gemacht. Jetzt gerade wieder vorm ein bisschen unten, aber gerade warst du phasenweise mal auf einer 67. Jetzt habt ihr Maximilian getimeoutet. Also ihr seid wirklich echte Spezies, Alter. Den Mann habt ihr jetzt getimeoutet. Spieler, die hier eine eigene Karriere supporten. Junge, Junge, Junge. Also den Chat kannst du nicht mehr helfen, ne? Ehrlich. Und der war nicht mal Sub, der das gemacht hat. Du Herr im Himmel. Hoffentlich steigt Hamburg nicht auf. Mann, 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 du, ey. So. So, Konzentration jetzt hier. Wir brauchen 100 Punkte. So, alles für Operation 100 Punkte. Die Verteidigung ist unser absolutes Manko, ey. Let's go. Let's go. Rot-Weiß Essen, Zweiter, auch eine sehr, sehr stabile Saison gespielt, ne? Aber wir haben Kessler. Wir haben Kessler! Und wir haben Niko Kovac, der schon mit seinem Kopf in der ersten Liga ist. Was soll die Scheiße? Jeppel! Kessler, hol dir für diese sensationelle Saison 21 Tore, Chat. Er ist unser bester Torschütze gewesen. Der hat in dieser Saison die meisten Hütten gemacht. Der hat einen Unterschenkelbruch gehabt, war schon fast raus aus dem Team, wurde dann zum Aufstiegshelden und erzielt jetzt in der Drittligasaison unsere meisten Tore. Das sind Stories, die schreibt nur Kurt Krölleck. Hol dir deinen Applaus ab. Hol ihn dir ab. Kevin Krölleck ziehe ich vor Viper. Kenne ich gar nichts. Unterstütze ich nicht so eine Leistung hier von dem. Kovac, hol dir deinen Applaus ab. Alle wissen, du bist nächste Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr Spieler von BSG Chemie Leipzig. Kevin, mach noch einen für Papa. Kevin! Das ist er also. Kevin weiß ich nicht, Chat. 100 Punkte! 122 Tore, 102 Punkte, zweite Liga, eingetütet, einmal komplett über die dritte Liga drüber gerollt. Chat, ich kann euch nur sagen, es war mal echt sehr erfrischend, so eine chillige Saison spielen zu können und einfach nur sich berieseln zu lassen, wie die ganzen Spieler hier Gas geben, ne, ehrlich. Jeppel auch mit 19 Buden, Chat. Und das ist so krass, weil wir die von Anfang an hatten, die beiden. Das sind wirklich Spieler von Leipzig. Und die haben einen enormen Anteil daran, dass wir hier einfach durch Liga 3 marschiert sind. Und über Dreh möchte ich hier gar nicht reden, ne? Der hat einfach mal auf ganz gemütliche 27 Vorlagen und 12 Tore gemacht. Plus Jeppel hat noch 13 Vorlagen. Muss man auch ganz klar festhalten. Erste Liga Meister können wir gleich gucken. Wahrscheinlich RB. Harry Kane. Oh, der macht seine Buden. Schalke! Jawohl! Bam! Und Leipzig nur Dritter. Pisst euch. Oh, Chat. Jetzt anschnallen. Plus 1 ist zu wenig. Plus 1 eigentlich zu wenig, aber wenig. Nein!
Das ist eine katastrophale Auf- und Abwertung. Das ist eine katastrophale Auf- und Abwertung. Für das, was wir gespielt haben, oder die Saison, die wir gespielt haben, katastrophal. Anders kann ich das nicht nennen. Aua. Aua, aua, aua. Talent gesenkt? What the fuck? Das habe ich ja noch nie gelesen. Talent erhöht. 3,5 Sterne. Kevin Kröleck. Abfahrt. Mika Bauer. 3,5. Abfahrt. Janke. 3. Zimmermann. 4. Nico. 4. Auch wichtig. 4 volle. Der bleibt safe. Und Spielers. 3,5 Chat. Sehr, sehr nice. Aber wer hat denn hier gesenkt? Viper könnte echt... Nee, der ist geliehen. Ich glaube, mit den geliehenen Spielern passiert nichts. Hier, der hier. Können wir mit arbeiten. Mannschaft des Jahres. Jippel, vollkommen zurecht. Du hast das gemacht, was ich von einem Stürmer verlange. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, dann ich sag mal, die Auf- und Abwertung hat die... Die Talenterhöhung hat die Auf- und Abwertung so ein bisschen kaschiert. Letztes Mal war es andersrum. Da war Auf- und Abwertung gut. Und Talentingskacke irgendwie so. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas war es auf jeden Fall. So, Spielerauszeichnung, Abschlussfeier. Und wir machen hier den Urlaubsbeginn rein. Bargeld wieder 4 Millionen, let's go. Privater Bereich, Golf spielen gehen. Hier gehen wir mal in Dancen. Aktienmarkt, auslösen. 14.609. Verkaufen. Ajax, 1.179. Verkaufen. Porto, 699. Verkaufen. 4,4. Bester Junge, aber ist er immer, ne? Bester Torschütze Kessler, Niko Kovac. Mit dem Team spielst du in Liga 2 obere Drittel safe. Ja, Gasandro, aber wir haben eine eigene Challenge, weil unser Stadion immer noch bei 4.999 ist. Wir müssen nächste Saison das Stadion ausbauen. Und Stadionausbau kostet uns mindestens 20 Millionen. Du siehst unseren aktuellen Bargeldstand. Heißt, wir sind gezwungen, auf jeden Fall 2 Klopper abgeben zu müssen. Und dann wird das Team auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Augsburg bleibt drin. Und Chemnitz geht runter, Chat. 1860 geht ebenfalls mit hoch. Und ich meine, mich erinnern zu können... Ne, wobei, der ist gewechselt nach Darmstadt, ne, der Stürmer. Scheiße. Der Stürmer von denen ist nach Darmstadt gegangen. Stell, Augsburg geht hoch, Chat. Mein Fehler, Augsburg geht hoch. Mit Tedesco. Schalke ist Meister, ja. Oh, Penda zockt hier bei Stuttgart. Kevin Kröleck verletzt, Nasenbeinbruch. Viele tausend Menschen haben sich auf dem Rathausplatz versammelt und jubeln ihre Mannschaft zu. Noch bis spät in die Nacht wird gefeiert. Sie verteilen kostenlose Getränke und Pizza. Das mögen die Fans natürlich. Ihre Beliebtheit steigt um 5 Punkte. Auf einmal mögen mich die Fans, wa? Auf einmal sind sie da, wenn es was zu feiern gibt. Oh, Prestige-Chat. Was hatten wir Prestige? 7-4. Torwarttrainer? Roman Haselhohn? 82, den müssen wir behalten. Psychologe? 82, müssen wir auch behalten. Mitarbeiter nimmt an, angeschlagen, können in Urlaub. Ja, dann zieht durch. Ey, dann macht fertig. Ten Hag, Holland-Trainer, die holen gar nichts. Cherry, egal, habe ich, mache ich immer zum Start. Rules. Niko Kovac, eine Woche. Ey, spiel noch eine krasse WM, Alter. Tu es einfach mit Bosnien. Eine kratze WM. Leverkusen wollte den DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Prestige war 7-4, genau. Ey, wenn der da jetzt eine Abwertung kriegt und dadurch der Marktwert runtergeht, ne, dann pisse ich ins Essen, Alter, ehrlich. Gasano, ich will 20.000 haben eigentlich. Betson, was ist das denn, Alter? Betten? Ey, die zahlen gut, wir nehmen das, Chat. Mal auch mal ein paar Placements annehmen hier. Fanbeliebtheit 99 von 100. Der Beliebte sind wir. Neuer persönlicher Sponsorenvertrag, mach fertig. Ich sehe hier mal langsam hier schwanger, oder wie sieht's aus? Schalke Meister ohne mich, ja. Die haben gut eingekauft, guten Kader gehabt. Sam Martin, ne? Sam, Junge, die wollen alle nicht, ne? Ahmed Çetin, die haben alle keinen Bock hier. Gucken wir mal RV-technisch, da haben wir eh nichts im Kader. Chido Obi, von den großen Vereinen kriegen wir nichts, ne? Wir holen den Torwart den Leipzigern weg, komm mal. Lukas Karich, ey, das wäre auch eine geile Story, wenn ausgerechnet die dafür sorgen, dass die da nichts mehr geschissen kriegen. Die werden der Grund sein. Der wird das magische, wenn der annimmt, wird der das magische Tor machen. Bejung kriegt die Hälfte keine Arbeitserlaubnis. Ja, die WM von Kovac ist sehr gut. Krieg ich da erstmal schön minus 2. Kessler 400.000, das ist auch eine Stange Geld, ey. Okay, der bleibt schon mal bei seinem Verein, der Keeper. Boah, jetzt wollen sie 5 Millionen, jetzt schon. Also Geldprobleme werden wir nächste Saison nicht haben. Die Frage wird am Ende des Tages sein, wen geben wir ab und wen behalten wir? Den RV haben wir gekriegt und den ZM von Leipzig. Ohne Auflagen. Weil ich weiß, dass Zimmermann der Vertrag ebenfalls ausläuft, Chat. Und den werde ich maximal gar nicht verlängern können. Der kriegt noch die Erfahrungsstufe gleich, dann ist das Ding auch durch. Oi, oi, oi.
Oi, oi, oi. Lohnt sich ja nicht zu scouten, Chili. Kriegen wir ja eh. Boah, kann sein, dass das ganze Mittelfeld flöten geht, ne? Und jetzt wisst ihr, warum ich Noah und so hab die ganze Zeit immer mal wieder spielen lassen. Zu welchem Verein gehört dieses Wappen? Karlsruhe. Zu welchem Verein gehört Tennis Borussia Berlin? Welches Team ihrer Liga hat am meisten unentschieden gespielt? Das weiß ich doch nicht, Junge. Ingolstadt sind mir so unentschieden, Kasper. Ja, Dortmund 2. Mario Kozlowski. Zimmermann und Kovac finanzieren dir das Stadion. Einer von beiden, glaube ich schon. Da wird halt die Challenge sein, das Geld schnell umgemünzt zu kriegen. Ich hätte es gewusst, du vertraust. Ja, du hättest. Also. Italien-Weltmeister. Enttäuschung Brasilien. Ja, kann sein, dass der Kovac ein bisschen unterm Radar läuft. Kein Kovac, wichtig. Erstmal danke für den Timer. Ich will nur kurz anmerken, dass ich einfach zu schlecht bin. Ich weiß nicht, warum du keinen Stern dazu kriegst. Das erschließt sie mir nicht. Einfach keinen Stern. Ich meine, du hast noch, glaube ich, 2 Saisons. Und in die zweite werde ich auf jeden Fall auch was reinbüchsen. Wenn du bessere Mitspieler hast, maybe geht das einfacher. Ja, mit 23 bis 24. Der Joker Krölek, unfairste, älteste Franz, beste Zimmermann. Nicht mal Dings, Alter? Beste Sturm, fairste Mannschaft, beste Heimteam, beste Auswärtsteam. Ey, mehr geht nicht, Chat. Mehr geht nicht. Außer beste. Aber Abwehr wissen wir selber. Das ist ein Wink mit dem Was? Einbußen bei den Sponsoren? Ja, Junge. Taktisch verschlechtert. Bei 100 plus Punkte. Wen wollen die denn verarschen? Aluette Casimiro. Ey, Chat. Ich bin ehrlich zu euch, ne? Bei 8.300 Subs, dann haben wir 10.000 Subs geknackt. Fehlen nur noch 8.300. Wenn wir das knacken, darf sich einer ein Lied wünschen. Ich sag nur, wenn wir das heute packen, noch 8.000, darf sich einer ein Lied wünschen. So, was geht ab hier? Stadionzusammenfassung. Sao Paulo. Dortmund beste Jugendarbeit, weil wir da alles wegkaufen. Boah, Barcelona hier ein bisschen was. Und hier sind sie wieder, Chat. Hier sind sie wieder. Der Pepe wieder, der Dauergast. Und Lorente ist auch nach Porto gewechselt. Mein Gott. Chat, da geht was. Wir sind wieder im DFB-Pokal drin, Chat. Ja! Endlich! Union Berlin. Na, weiß ich jetzt nicht. Erste Runde Union Berlin. Aber zu Hause. Ohne Stadion ist das gut. Prestige war 7:4. Genau. Ja, Union ist auch zweite Liga. So, zweite Liga, Essen, 60 sind mit uns hochgegangen. Dresden, Fürth, Regensburg, Bochum, Düsseldorf, Pauli, Braunschweig, die üblichen Verdächtigen, Lautern, Heidenheim, Nürnberg. Ey, ich sag, Freiburg ist auch zweite Liga. Aber ich bin ehrlich zu euch, ist eine überschaubare zweite Liga. Aufstieg! Relegation erreichen. Zweite Runde. Das ist nicht gut, weil ich weiß, dass wir das Mittelfeld nicht halten können. Und diese Stärke werden wir nicht zum Kader bekommen, egal wie viel Geld wir haben. Die pushen gerade zu viel hier. 12 Millionen. Viel ist das auch nicht. Erstmal akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Website, akzeptieren, Website, akzeptieren, Website, akzeptieren, Website. Wir haben doch aber noch einen Jugendspieler gekriegt, da bin ich blöd. Aha! Einmal Hallo sagen, Chat. Der ist von RB Leipzig, Chat. Merkt euch den Namen, der wird die abschießen. So, wir checken ab Prestige. 10:6 plus 3. Plus 3 plus 2. Geht da mehr? Wahrscheinlich nicht, ne? Plus 3 ist krass. Plus 3 ist richtig krass. Und Abdullah? Wie Abdullah verletzt. Warte, wir checken ab. Oh, die Marktwerte, Chat. Die Marktwerte. 3,4. Überschaubar. 600, überschaubar. 800, überschaubar, überschaubar. 15 Millionen. 15 Millionen. 16 Millionen. 1,3, 1,2, 1,5, 700.000, 4,5, 6,5, 900, 1,1 Millionen. Kevin Krölek. 3 Millionen Viper. Von dem muss jetzt was passieren, die Saison. Prim 1,2. Chimel 1,3. Fiedern müssen 700.000. 1,5. 1,1. 2,4. 18 Wochen verletzt. 18 Wochen verletzt, die Bratwurst. Damit ist, denke ich, aber schon klar, was mit dem passieren wird, oder, Chat? Der wird verkauft. Am Ende des Tages, wir haben einen guten Move gemacht, dass wir den überhaupt einen Vertrag geben konnten. Oberschenkelbruch. Den werden wir zur Kohle machen. Den werden wir zur Kohle machen. Wir brauchen das Geld. Wir haben gesagt, wir wollen das Stadion ausbauen. Das ist unsere Challenge in dieser Saison. Vorher dürfen wir hier gar nichts machen.
Für das Stadion brauche ich mindestens 20 Millionen. Und der gibt uns da einen guten Boost. In Anbetracht, dass, wie gesagt, ein Kovac, ein Zimmermann auch auf den Sprung, da habe ich mir fast gedacht, steht. Und dann müssen wir schauen, was wir machen. Ey, das wird geil werden. Stadionausbau generell. Vor allen Dingen, wir brauchen die Kohle. Ihr seht's, wir haben immer noch nicht viel. Gerade Baukosten 156, das ist gar nichts. Aber wir können ein bisschen quatschen. Kovac reden, Verlängerung. Nee, ich kann nicht mit jedem. Erstmal ist der viel zu stark für unseren Kader. Und zweitens brauche ich das Geld. Ich brauche die Kohle. Und mit ihm haben wir den nächsten. Und mit Thilo, wo ist Thilo? Wir haben zwei in a Pipe. Ja, plus Vertrag geht nicht, weil der viel zu hoch ist. Das sind Spieler, das sind Erstligaspieler, Chat. Guck mal, wie die auch rausstechen aus unserem Kader. Ne? Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht bleibt einer, vielleicht gehen alle, vielleicht geht nur einer, vielleicht gehen zwei. Das muss ich mir überlegen. Das werde ich mir aber auch gut überlegen, was ich hier machen werde. Wichtig ist auf jeden Fall, zeitnah das Stadion gebügelt zu kriegen. Abdul schaut aus wie jemand aus dem Windows-Support aus Indien. Ey, ich speichere einmal ganz kurz ab. Marktwert kann ich mal gucken. Das ruft jetzt nach Knoll als Ersatz, Rotationsspieler. Meinst du? Ich glaube, der spielt gar nicht mehr. Knebelvertrag, Chat. Der kriegt einen Knebelvertrag. Karriereende gibt's hier nicht. Kannst dir noch 50 Euro verdienen, wenn du ein Tor machst. Karriereende existiert hier nicht. Du kriegst einen schön cremigen 7-Jahres-Vertrag. Den müsst du auch noch mitnehmen. Der muss noch mit. Ja, ey, dann haben wir doch. Ey, auf YouTube, ich bedanke mich. Ich glaube nicht, dass die Saison ähnlich einfach wird wie die letzte. Es war mal schön, so eine Saison zu haben. Aber wie gesagt, wir haben jetzt einige Probleme zwecks dem Stadion und dies, das. Da müssen wir schauen, wie wir das machen. Wir werden auf jeden Fall unsere besten Spieler verlieren. Ein bis zwei davon, maybe alle drei. Ich muss schauen, was auf dem Transfermarkt geht. Und dann schauen wir mal. Daumen nach oben wäre ein Träumchen. Ne? Supportet dieses Projekt hier und einen Kommentar auch.